Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer iOS App. Ich würde einfach mal wetten, dass es die bestimmt auch für das Android gibt. Die Rede ist von der App Muslim Pro und weil ich das, was danach kommt, nicht richtig aussprechen kann, lasse ich das einfach. Die aktuelle Versionsnummer 12.10, 151,7 Megabyte groß und bei 74 Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternbewertung von 4,6 von 5 Sternen. Ich habe die App nicht wirklich getestet. Also ich habe geguckt, was sie macht und wie sie das macht, was sie machen soll. Und ich denke, sie macht es gut. Richtig einschätzen kann ich das persönlich nicht. iPhone, iPad, Apple Watch und iMessage-App-Unterstützung. Die beliebteste App für Muslime, von über 110 Millionen Muslimen auf der Welt anerkannt als die genaueste App für Gebetszeit und Gebetsruf, enthält Muslim Pro auch den gesamten Koran mit arabischen Skripten, Phonetik, Übersetzungen und Audiorezitationen sowie eine Anzeige der Gebetsrichtung, einen Kalender islamischer Zeitrechnung, eine Karte mit Halal-Restaurants und Moscheen etc. Die wichtigsten Funktionen sind unter anderem genaue Berechnung der Gebetszeiten auf Grundlage des momentanen Standorts mit mehreren Einstellungen, visuelle und Audiobenachrichtigungen für die Gebetsrufe mit vielen verschiedenen Muezzinsprachen, der heilige Koran mit Audiorezitationen, MP3, Phonetik und Übersetzungen, ein digitaler Tashbi, ich hoffe, es spricht man so aus, in der Nähe gelegene Halal-Restaurants und Moscheen, animierter Kompass für die Gebetsrichtung, der komplette muslimische Kalender, um heilige Daten wie Fasten brechen und das Opferfest zu berechnen, 99 Namen von Allah, schöne islamische Grußkarten, Festung des Muslims, eine Sammlung von Duas und Bittgebeten und die gesamte App und der Koran sind übersetzt auf Indonesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Portugiesisch, Türkisch und die anderen Sprachen kann ich nicht lesen. Die App an sich sieht also einfach vom Feeling her, wie halt eine App aussieht, sieht sehr schön aus, sehr gut, funktioniert einfach sehr gut und ich denke, da gibt es tatsächlich nichts zu meckern, meiner bescheidenen Meinung nach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich und würde mich natürlich freuen, wenn es Muslime, Frauen, Männer unter meinen Hörenden gibt, vielleicht mal zu hören, nutzt ihr die App und wenn ja, wie findet ihr sie? Ich sage, ja, wie gesagt, alles gut. Bis dann. Ciao. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.